Herr Steinmeier, guten Tag. Allererst wäre es schön, wenn Sie den Hut abnehmen im Gerichtssaal. Und als Zweites, hören Sie sich bitte meine Belehrung an. Sie müssen als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen, ja? Sie heißen Benjamin Steinmeier, 28 Jahre alt. Sie wohnen in Münster, ledig, Fotograf, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nee, aber wir kennen uns schon ewig. Wir sind gute Freunde. Wenn Sie gute Freunde sind, wissen Sie natürlich, was ihm vorgeworfen wird. Er soll die Julia Bach entführt haben. Ja, ja, aber das kann er nicht gewesen sein. Ja, nachts, als es passiert ist, war ich die ganze Zeit bei ihm, das war er nicht. Wann sind Sie zu ihm gekommen? Nach dem Celsius, als ich bei mir zu Hause angekommen bin, habe ich gemerkt, dass mein Schlüssel nicht mehr da ist. Dann habe ich mich ins Taxi gesetzt und bin zu ihm gefahren. Wird so 1:45 gewesen sein. Mhm. Können Sie sich erinnern, ob der Herr Madl, nachdem Sie bei ihm angekommen sind, die Wohnung noch mal verlassen hat? Naja, das kann er nicht. Ich habe in meinem Suff so zugeschweit, dass die Nacht gleich schon wieder zu Ende war. Hat bloß noch das Frühstück gefehlt. Und wann war Ihr Herr nun dann beendet? Ja, so gegen 10:30 wollte der Sportfreund dann zum Joggen gehen. Und da hat er gemeint, dass er mich noch nach Hause fährt. Das hat er dann noch gemacht. Sie hatten noch keinen Schlüssel für die Wohnung, dachte ich. Ja. Der war doch in meiner Tasche, aber war halt so betrunken, dass ich den nicht gefunden habe. Laut der Abrechnung Ihrer Geldkarte hat Julia Bach in der Nacht ihres Verschwindens noch um 2.29 Uhr Zigaretten am Automaten gezogen. Demnach kann mein Mandant nicht der Entführer sein. Hier, da können Sie es schwarz auf weiß sehen, Herr Staatsanwalt. Das war auch genau die Zeit, als ich bei ihm gewesen bin. Ja, das behaupten Sie, Herr Steinmeier. Ja, das glaube ich schon. Aber als Freund von Jugend an sind Sie nicht unbedingt der zuverlässigste Zeuge. Zumindest nicht für mich, vielleicht für ihn. Ich glaube das aber schon. Ja, jetzt geht es leider nicht darum, was wir hier glauben. Abgesehen davon, zurück zu den Zigaretten. Damit ist natürlich noch nicht bewiesen, dass die Julia Bach selbst da diese Zigaretten vom Automat geholt hat. Es kann ja auch jemand anderer mit ihrer Karte dort Zigaretten geholt haben. Ja. Zum Beispiel Ihr bester Freund, der Angeklagte, der hätte das ohne weiteres selbst erledigen können, nachdem er die junge Frau zuerst in den Keller seines Elternhauses gesperrt hat. Ich habe doch schon längst gesagt, dass ich in der Nacht, als die Kleine verschwunden ist, die ganze Zeit bei ihm war. Und ich habe dann irgendwo irgendwelche entführten Mädchen gesehen. Weißt du was, Benny? Ich glaube, du kannst es vergessen. Der glaubt dir eh kein Wort. Wissen Sie was? Ich halte den Kauf dieser Zigaretten einfach nur für ein Ablenkungsmanöver. Sie haben die Karte entwendet und zusammen mit den Zigaretten dann in die Tasche von Fräulein Bach gesteckt. Darf ich mal kurz was sagen? Julia hat sich nie an dem Automaten Zigaretten geholt. Nochmal Belehrung, Sie müssen die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Wieso? Inwiefern? Was war das denn für ein Automat? Müsste eigentlich ein Foto irgendwo hinten bei der Akte sein. Sekunde, gerade mal. Habe ich hier, ja. Genau, da ist es. Schauen Sie es gerade mal an. Nein. Julia hat sich auf keinen Fall Zigaretten an dem Automaten geholt. Wieso nicht? Sehen Sie, die Klappe? Mhm. Da, wo die Zigaretten rauskommen, seit Julia da mal reingegriffen und einen Haufen verrotzter Taschentücher in der Hand gehabt hat, hat sie die Dinger nicht mehr angerührt. Solche Automaten nicht. Hier, wahrscheinlich hat der Kamerad ihr die Zigaretten geholt. Ja. Immerhin ist der Zigarettenautomat nicht allzu weit von Ihrer Wohnung entfernt, Herr Rabel. Sie sind doch auch Raucher, oder? Der Automat liegt mitten im Viertel. Alle unsere Wohnungen liegen dicht da dran. Jeder kann die Zigaretten gekauft haben. Ich bin jetzt fertig, oder? Nee, Sie warten schön, bis ich Sie entlassen habe. So lange sind Sie noch lang nicht fertig. Ja, mich fragt doch aber keiner mehr was. Ach, Herr Steinmeier, wenn Sie sich vernachlässigt fühlen, weil es keine Fragen mehr an Sie gibt, dann hätte ich schon noch eine für Sie. Zum Beispiel, ist es richtig, dass der Angeklagte mal eine Strafe wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, das Sie begangen haben, auf sich genommen hat? Was soll denn das jetzt? Da waren wir 18 oder so. Woher wollen Sie das überhaupt wissen? Ja. Ich habe mich mal so mit den Eltern des Herrn Steinmeier unterhalten und die haben es mir erzählt. Meine Eltern erzählen sowas nicht. Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, aber dann ist mir irgendwie klar geworden, dass Ihre Eltern schon ein bisschen enttäuscht von Ihnen sind. Ja, so. Ja, da wollten Sie ein bisschen was von der Seele reden, hatte ich das Gefühl, Herr Steinmeier. Meine Eltern sind so enttäuscht. Bla bla. Ja, bla bla. Ich die bin sogenannte so ein schlechter Sohn. Bla bla. Ja. Aber die sogenannte Fahrerflucht war ja nicht das Einzige, was Sie geleistet haben, oder? Ich meine, Ihre Eltern haben es immer wieder geschafft, Ihnen die Strafen zu ersparen. Oft mit Hilfe Ihrer besten Freunde oder Ihres besten Freundes. Okay, schon klar. Hm? Aber vielleicht habe ich irgendwas verpasst hier. Aber wir reden jetzt eigentlich über diese Julia. Oder reden wir über mich? Naja, aber zumindest wollte ich Ihnen sagen, wenn die Fahrerflucht nicht schon verjährt wäre,
dann würde ich sie einfach noch mal aufrollen und dann würden sie mir nicht so einfach davon kommen. Okay. Ja. Ja. Es war so falsch, die Strafe dem Tobi aufzubrummen. Ich habe meine Lektion gelernt. Und ich werde es nie wieder tun, okay? Passen Sie mal auf, Herr Steinmeier, vielleicht sollen das Ganze hier etwas ernster nehmen, ja? Mein Gott, was war denn jetzt daran so schlimm? Er hatte keine Probezeit mehr, weil er vorher eine 80er gefahren ist. Ich wäre mein Führerschein sofort los gewesen. Ich meine, dafür sind doch Freunde da, oder? Dass man sich gegenseitig aus der Patsche hilft. Oder sehe ich da was falsch? Dafür sind Freunde da, um sich aus der Patsche zu helfen. Und genau deswegen geben Sie Ihrem Freund hier und heute ein falsches Alibi. Ich lieg doch hier bei sowas nicht. Hier geht's doch ein bisschen was anderes als um eine Beule bei einem Auto. Mhm. Apropos Auto. Wie kümmert sich denn Ihr bester Freund so um sein eigenes Auto? Was? Naja, wäscht er den Wagen? Macht den auch innen sauber? Ja, wenn's nötig ist. Warum nicht? Okay. Gibt's noch Fragen an den Zeugen? Keine weiteren Fragen. Dann bleiben Sie unvereidigt. Gleiches gilt für die Frau Herrmann. Auch die bleibt weiterhin unvereidigt. Die Doreen Leininger, bitteschön. Ja, nehmen Sie mal hinten Platz. So, dann hören wir uns mal die Ex-Freundin an. Frau Leininger, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Sie schauen mich alle so an. Vielleicht haben wir uns Sie ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiß nicht, warum Sie das Gefühl haben, dass alle Sie so anschauen. Naja, ist egal. Zunächst die Belehrung, Sie müssen als Zeugen die Wahrheit sagen, sonst würden Sie strafbar machen. Ja? Sie heißen Doreen Leininger, 19 Jahre alt, Sie wohnen in Münster, Sie sind ledig, Sie sind Auszubildende zur Versicherungskauffrau und nicht verwandt oder verschwägert. Ja, das ja, ist vielleicht richtig. Hat der eine oder andere erwartet, dass Sie hier mit einer teuren Tasche und was weiß ich hier ankommen. So wie sie immer war. Ich bin jetzt aber nicht mehr so. Es war nicht gut, so zu sein. Was redest du da eigentlich? Ohne mich und mein bescheuertes Gerede von Geld wäre das doch alles gar nicht passiert. Was meinen Sie jetzt? Wissen Sie, ich war früher wirklich oberflächlich. Und Geld war für mich immer mit das Wichtigste. Ich wollte immer das Teuerste und das Schönste von allem haben. Deswegen war ich auch mit Tobi zusammen, weil er mir diese Sachen halt gekauft hat. Ja, ja, aber war Ihnen denn bewusst, dass Ihr damaliger Freund Tobi eigentlich gar nicht in der Lage war, finanziell Ihnen sowas zu kaufen? Ich habe mir da nie wirklich Gedanken drüber gemacht, solange ich halt bekommen habe, was ich wollte. Ich bin schuld, dass Tobi Julia umgebracht hat. Was? Ich habe sie nicht umgebracht. Aber du hast sie entführt. Und daran bin ich schuld. Aber wenn Sie jetzt schon mal so anfangen, dann bleiben wir doch bei dem Thema. Wieso sind Sie schuld dann? Ich habe Tobi doch die ganze Zeit immer wieder klargemacht, dass ich nur mit ihm zusammen bin, weil er mir halt all diese Sachen kauft. Haben Sie ihm gesagt, dass Sie ihn verlassen würden, wenn die Situation anders wäre? Seine finanzielle Situation? Genau so habe ich es bestimmt nicht gesagt, aber ich habe ihm das schon deutlich gemacht. Warum machst du dir jetzt Vorwürfe? Du hast mich zu nichts gezwungen. Wäre ich nicht so gewesen und hätte ich nicht all diese Sachen verlangt, dann... Dann? Ich habe Julia nichts getan! Und warum wolltest du mich an diesem Montag nicht mit ins Celsius nehmen? Warum erzählst du nicht allen von deinen Lügen? Warum sagst du nicht, was du mir gesagt hast? Was hat er Ihnen denn gesagt? Ja, dass er seine Ruhe haben will. Und warum soll das eine Lüge gewesen sein? Im Celsius sind doch alle unsere Freunde gewesen. Wie hat er denn da seine Ruhe gehabt? Meine Güte, ich wollte mal was mit Leuten in meinem Alter machen. Aber die meisten Leute, die in Celsius gehen, sind mit mir in eine Klasse gegangen. Du wolltest mich nur nicht dabei haben. Ich hab mich doch dann entschuldigt, oder? Weil du mich als Alibi benutzen wolltest. Wie meinen Sie denn das? Mitten in der Nacht hat er mich angerufen und mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Und hat so getan, als wäre er betrunken. Ich war betrunken. So getan? Moment. Hat es für Sie nicht den Eindruck gemacht, als wäre er wirklich betrunken? Natürlich war ich betrunken. Ich meine, deswegen bin ich doch die Abkürzung durch den Wald gefahren. Ich habe ihn doch auch gesehen. Er war total dicht, Mensch. Aber ich weiß, wie Tobi ist, wenn er betrunken ist. Und das war er in dieser Nacht nicht. Wissen Sie noch, wann er Sie angerufen hat? Nicht mehr so genau. Ich habe ja geschlafen. Ich habe hier den Einzelverbindungsnachweis. Nachdem hat er Sie um 1.57 Uhr... von seinem Festnetzanschluss aus angerufen. Ja? Ja, da sehen Sie es doch. Ich war also zu Hause. Also wissen Sie was? Dieser Anruf ist nichts anderes als ein weiterer kläglicher Versuch, sich ein Alibi zu verschaffen. Die Julia, die war zu diesem Zeitpunkt bereits in ihrem Elternhaus. Bei einem Punkt haben wir immer noch geklärt, woher nämlich diese Kolophonium-Reste auf der Kleidung der Toten gekommen sind. Also von ihrer eigenen Geige kann das ja offensichtlich nicht herrühren. Entschuldigung,
was kann von Ihrer Geige nicht kommen? Vergiss es einfach. Marl, jetzt halten Sie sich mal raus. Also, Kolophonium, das wird für die Bögen von Saiteninstrumenten benutzt, ja. Aber die Julia Bach, die hat ganz offensichtlich selbst schon ein paar Wochen auf jeden Fall an ihrem Tag des Verschwindens nicht mehr Geige gespielt. Nimmt man sowas dann auch für Kontrabässe? Bennys Vater hat so einen. Ja, genau. Jetzt hängt auch noch mal ein Vater mit drin. Jetzt lassen Sie mal. Ein Kontrabass, sagen Sie? Ja. Als ich noch klein war, hat dein Vater seiner Schwester und mir immer was vorgespielt, wenn sie auf mich aufgepasst hat. Und? Naja, für den Kontrabass verwendet man ja genau so einen Bogen wie für eine Geige. Und dann gehe ich dann mal davon aus, dass man auch den Bogen von einem Kontrabass mit Kolophonium behandelt. Und ein Kontrabasskoffer ist ziemlich groß. Und zwar groß genug, um eine kleine Person wie die Julia darin zu transportieren. Herr Steinmeier, ich belehre Sie noch mal, § 55 StPO. Sie müssen hier selbst sich nicht belasten, können auf alle Fragen in diese Richtung die Auskunft verweigern. Was soll das jetzt? Jetzt mal ganz, ganz, ganz langsam. Mir wird nämlich klar, warum Sie für Ihren Freund lügen. Weil Sie nämlich selbst an der Entführung beteiligt waren. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Mhm. Deswegen bleiben Sie auch so ruhig. Aber wissen Sie was? Ich würde mir jetzt gern mal diesen Kontrabasskoffer Ihres Vaters ansehen. Haben Sie da was dagegen? Ich habe nur geholfen, die Kleine wegzubringen. Bei allem, was vorher war, habe ich überhaupt nichts zu tun. Was soll das denn jetzt auf einmal? Du hast mich voll panisch in der Nacht angerufen, als die Kleine tot in deinem Keller lag. Der hat mich da reingezogen. Das Ganze, das war doch deine Idee. Halt die Klappe, du Verräter. Jetzt mal gut, jetzt mal gut. Gibt's denn jetzt noch Fragen hier an die Frau Leininger? Moment, Leininger, nehmen Sie bitte gerade mal da hinten Platz. So, Herr Steinmeier. Und natürlich auch von Ihnen, Herr Mahl, will ich jetzt mal wissen, wie es wirklich war. Steinmeier, Sie kommen bitte schön noch mal nach vorn. Das habe ich das gut überlegt. Die Belehrung, Silophon, die haben Sie ja noch im Hinterkopf. Ja, Sie nur mal gesagt haben. Herr Mahl, wollen Sie was erzählen? Ich konnte doch nicht. Ich meine, wenn ich kein Geld mehr hatte, dann hätte Doreen mich doch verlassen. Und wie kommt da der Herr Steinmeier ins Spiel? Überhaupt nicht. Wir haben da mal zusammengesessen und er hat mir erzählt, dass seine Eltern ihn finanziell nicht mehr unterstützen und arbeiten tut er ja auch nicht. Und lass mich raus aus der Sache, okay? Da hatte er halt diese Idee, dass man irgendein Kind reicher Eltern entführt und am besten Julia, weil sie so klein ist und sich nicht wehren kann. Sag mal, ich war da total besoffen. Das war doch bloß eine Spinnerei. Aber als Spinnerei haben Sie es nicht abgetan, hä? Herr Madl. Diese ganze Idee hat sich irgendwie in meinem Kopf festgesetzt. Ich weiß auch nicht, wie das dann passieren konnte. Und aus der Idee wurde ein Plan. Hm? Und wie sah der aus? Ja, dass ich sie entführen musste und dass meine Eltern nicht da sein dürften und dass ich sie irgendwie zu mir locken musste. Wollt sie mit ihnen kommen? Nein, erst nicht. Aber als ich die Wodkaflaschen besorgt habe, da ist sie mitgekommen. Und dann hat sie das Zeug getrunken. Ich habe sie nicht dazu gezwungen. Ich habe sie wirklich nicht gezwungen. Wie haben Sie dann in das Kellerzimmer gebracht? Sie ist eingeschlafen im Auto und ich habe sie dann ins Haus getragen und im Keller eingesperrt. Und wann haben Sie wieder nach ihr gesehen? Erstmal nicht. Ich habe ihr was zu essen und trinken gegeben und dachte, das reicht erstmal bis Dienstagabend oder so. Und ich hatte ja noch einige Sachen zu erledigen. Na so, einige Sachen, ja. Ein bis zwei Alibis verschaffen, Erpresserbrief schreiben, Erpresserbrief einwerfen und so weiter. Haben Sie sich denn überhaupt keine Gedanken gemacht, wie es dem Mädchen geht? Die war betrunken, ist eingeschlafen, halben Liter Wodka getrunken. Das ist ja nicht ungefährlich, oder? Das muss Ihnen doch klar sein. Ich hab nicht richtig nachgedacht. Ich dachte einfach, sie schläft ihren Rausch aus. Und was ist nun mit Herrn Steinmeier? Der ist zu meinen Eltern nach Hause gekommen, um sich um ihre Fische zu kümmern. Darum haben sie ihn gebeten. Und ich war zu der Zeit nicht da. Was ist denn das jetzt? Wie bitte? Also Herr Steinmeier kümmert sich doch nicht um die Fische ihrer Eltern. Doch, er hat sie denen mal geschenkt. Und bei mir krepieren diese Viecher immer. Es ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist er da gewesen und hat Julia im Keller liegen sehen. Stimmt das? Wann war das? Ich sag gar nichts mehr hier. Das war am Dienstagmorgen, als ich nicht zu Hause war. Als Sie bei Bachs die Lösegeldforderung angeworfen haben, nehme ich an. Wobei zu dem Zeitpunkt Julia Bach schon tot war. Ja, aber das wusste er nicht. Er hat sie nur da liegen sehen. Ja, und dann hat er wahrscheinlich beschlossen, in die Entführung mit einzusteigen, oder?
Er wollte mir helfen, wenn ich ihm die Hälfte vom Lösegeld gebe. Wann haben Sie dann den Tod von Julia Bach bemerkt? Das war am Abend. Ich wollte ihr was zu essen bringen und da lag sie dann regungslos. Benjamin hat mir dann geholfen. Er ist mit dem Basskoffer vorbeigekommen und wir haben sie in den Wald gefahren. Und das Lösegeld, warum haben Sie das dann nicht mehr abgeholt? Ich wollte das Geld nicht mehr. Ich dachte, wenn ich alles sauber mache und die Sache vergesse, dann ist das vielleicht alles gar nicht passiert. Oh Gott. Noch jemand fragen? Oder wird Herr Steinmeier von sich aus noch was sagen? Dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen wir bitte noch da hinten Platz, Herr Seelhoff. Sie haben ein Auge drauf. Auch die Frau Leininger bleibt weiterhin unvereidigt. Bundeszentralregister, Auszug ist ohne Eintrag. Dann ergeht doch der rechtliche Hinweis, dass hier auch eine Verurteilung wegen gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge in Betracht kommt. 239 klein a Absatz 1 Absatz 3 25 2 Strafgesetzbuch. Noch irgendwelche Anträge, irgendwelche Erklärungen? Nein. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohe Strafkammer, Ihrem richterlichen Hinweis kann ich gerne nachkommen. Ich schließe mich dem vollumfassend an und stelle fest, dass der Angeklagte hier wegen gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge schuldig zu sprechen ist. Der Angeklagte hat hier aus, ich möchte sagen, Geltungssucht gehandelt. Der Herr Steinmeier hat den Plan gehabt. Der Angeklagte hat den Plan aufgegriffen. Beide haben gehandelt, wie wir es hier in der Hauptverhandlung feststellen konnten. Das Gesetz sieht für diesen Tatbestand eine Mindestfreiheitsstrafe von 10 Jahren vor. Dem Angeklagten halte ich hier lediglich zugute, dass er durch sein Geständnis gleichzeitig einen Mittäter entlarvt hat, sodass wir hier den Fall, so meine ich, letztlich vollumfassend aufklären konnten. Andererseits hat der Angeklagte auch hier keine Beute erlangt. Ich meine, dass daher eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren Tat und Schuld angemessen ist, die ich gleichzeitig beantrage, neben dem Antrag Haftverdauer anzuordnen und die Kosten des Verfahrens aufzulegen. Dankeschön. Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Mein Mandant hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er hat dazu beigetragen, dass hier der Mittäter, der Herr Steinmeier, entlarvt werden konnte. Sie haben das ja schon angesprochen. Er wollte Julias Tod eigentlich nicht. Er war darüber so schockiert, dass er dann auch von der weiteren Tatausführung, von der Lösegeldübergabe absah. Er wollte kein Geld mehr. Er hat das sehr bereut. Ich denke, dass der Tod Julias ihm sehr auf der Seele brennt. Ich halte deshalb hier eine Freiheitsstrafe von 11 Jahren für Tat und Schuld angemessen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Madl, Sie haben beide Anträge gehört. Sie selbst können sich auch noch verteidigen und haben das letzte Wort. Es tut mir leid. Die Kammer zieht sich zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Tobias Madl ist schuldig des gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge, Paragraphen 239 klein a Absatz 1 und Absatz 3, 25 Absatz 2 Strafgesetzbuch, wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Das ergeht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Münster vom 17. Dezember 2007 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Sie haben in Ihrem Schlusswort gesagt, es tut Ihnen leid. Was tut Ihnen denn leid? Das war ein Zeichen von Selbstmitleid für uns. Ihnen tun die Folgen für Sie selbst leid. Kein Wort der Entschuldigung, kein Blick überhaupt zu der Frau Bach. Und das hätte Ihnen sehr gut zu Gesicht gestanden. Es gibt nichts Schlimmeres, was man dem Menschen antun kann, als ihm sein einziges Kind zu nehmen. Trotz alledem, für diese Tat, für die auch, das muss man schon mal sagen, lebenslange Freiheitsstrafe möglich gewesen wäre, kommen wir auf eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren, weil Sie davon abgelassen haben, dieses Lösegeld zu erpressen, obwohl sicher das funktioniert hätte, an die 250.000 Euro zu kommen. Und das ist für uns doch ein Zeichen von Reue, auch wenn Sie nicht in der Lage sind, das heute hier auszusprechen. Und Sie haben ein Geständnis abgelegt und zugleich den Mittäter, der irgendwann auf den Zug aufgesprungen ist und deshalb genauso zu verurteilen sein wird, letzten Endes hier ans Messer geliefert. Gegen das Urteil ist innerhalb einer Woche das Rechtsmittel der Revision hier zulässig. Das muss ich Ihnen schon auch mal sagen. In die Situation haben Sie sich ganz allein selbst gebracht. Das Ganze, die Situation, ist doch Folge Ihrer Großmannssucht, die auch wiederum ein Zeichen mangelnder Reife ist. Aber so ist das nun mal. Großmannssucht ist die Kinderkrankheit der Zwerge. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Seelhoff, wenn Sie mich bitte unterstützen. Herr Steinmeier, ich erkläre hiermit die vorläufige Festnahme wegen gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge. Sie werden genau dasselbe Strafverfahren bekommen. Führen Sie den Herrn bitte. Herr Steinmeier, jetzt kommen Sie mal mit. Herr Steinmeier. Du hast einfach Bock, du verdammter Loser. Nehmen Sie meinen Hut. Gehen Sie nur. Kommen Sie.
Ja, es geht schon. Los auf. Benjamin Steinmeier wurde wegen gemeinschaftlichen, erpresserischen Menschenraubes und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Jahren und 10 Monaten verurteilt.